Tyler Don't Be Blind. Ja, aber um Drogs, da wurde geht's in all die bessere Schale. Ach so, nein. Ah nein, Fräulein Clara ist schon recht. Und sie schaut gut zu mir. Das, Fräulein Clara, ist der Harry Hugentobler. Das, Hugi, ist Fräulein Clara. Freut mich, Klärli. Ich bin der Hugi. Geht's noch? Also das ist ein komischer Kerl. Sie, Herr Hugentobler, grüezi Sie selber bei uns. Und überhaupt, mein Name ist Lucini. Fräulein Clara, bitte. Ja, ist klar. Herr Hugi, jetzt nehmen wir noch eins im Kaffee. Dann können wir noch ein bisschen plaudern. Gut, werfen wir doch. Dann kannst du noch etwas erzählen, was am Samstag so läuft. So, ich hätte gerne ein Bier. Also, Herr Günzli, ein Bier? Auf keinen Fall. Sie haben jetzt gerade so viel Blutverdünner müssen nehmen. Ach, das geht nicht. Also, ich würde vorschlagen, wir nehmen einen Kamillentee. Fräulein, zwei Bier und ein Kamillentee fürs Klärli. Ein Bier ist schon gut für mich. Das ist besser als ein Kamillentee. Ja, folge kein Dreck. Nein, das macht pro Meter 2285 Franken. Ich glaube, der Bärenhans, der würde sich in den Rad umdrehen, wenn er das wüsste. Du, das macht aber 2285 Franken und 71 Rappen. Hast du Rappen vergessen, Bünzli? Bist doch sonst auch nicht so. Nimmst du immer alles so genau. Ja, also das ist schon wahnsinnig. Ein verrücktes Fach. Hey, für 1,6 Millionen kennst du im Fall 266.000,66 Mal passiert auch noch. Und 160.000 Mal mit Happy End. Was ist mit Happy End? Herr Bünzli, das siehst du dann schon an diesen 2 Wochen Thailand. Also, an das Leben könnte ich mich also auch noch gewöhnen. Hat er ja schon immer geschrieben. Du bist endlich oben auf Thailand gekommen. Und statt da mit Räumen Decke in dem Alter sein, wie Eichen versauern. Also, ich, Herr Hugentobler, so schlimm ist denn das nicht bei uns im Altersheim. Also, an Herr Günzli hat es aber noch immer gefallen. In der Aktivierungstherapie. Und zudem haben wir jetzt vis-à-vis ein Fitnesscenter. Was? Haben Sie jetzt den Netflix-Saal abgebrochen? Und ein Fitnesscenter gebaut? Ach, wir haben schon lange keinen Netflix-Saal mehr. Der Saal heisst Hackeri-Saal und der gehört zum Sandstammern, wie's mehr für die ganze Welt. So. Und jetzt, in dem Saal, ohne nicht, in dem Punto, in dem Tausendbüchse Sterne, hat man so, jetzt. In dem Saal, ohne nicht, da hat die Polizei einen Fitnessraum eingerichtet. Also, auf dem Gipfel, wo sie im Kaffee Steine können essen. Wir können abtrainieren. Ja, die Polizisten müssen jetzt eben fit sein. Weil in dieser neuen Begegnungszone von den 3 Eichen müssen sie einen Haufen Bussen verteilen, weil jeder muss schneller als 20 fährt. Und dann hat noch irgend so einen Trottel 2 Parkplätze auf dem Trottoir eingezeichnet. Und dann müssen sie noch all die Kinder zusammenlesen, die von der Auto überfahren werden. Wieso werden bei euch Kinder auf dem Trottoir abgefahren? Und was haben die für eine Begegnungszone? Also hier in Thailand, in der Begegnungszone, kostet höchstens irgendeine Geschlechtskrankheit-Einfahrt. Und ein Kappus. Oder 9 Monate später kommt der Typrocken. Also, jetzt hört doch einmal auf, von so furchtbaren, schrecklichen, grusigen Sachen zu erzählen. Es liegt am Schiessen auch noch ein Fräulein neben euch. Apropos Kind.
Wann kommt eigentlich da die Frau Möckli ihr Baby rüber? Meinen Sie über die Frau Möckli? Möckli, genau, Strudi. Was, die Schwalbe? Ja, und das in ihrem höheren Alter, wenn das nur gut kommt. Aber da bin ich nicht schuld, obwohl ich an der letzten Fasnacht mit ihr unterwegs war. Aber ich habe gehört, das hat der Präsident von Bergfeld Schuld dran. Ja, ja, meine Herren, ihr kommt schon mit raus. Bei der heutigen Medizin ist doch einfach alles möglich. Ja, ja, wenn der Braten mal drin ist, ist er drin. Mir klebt es schon unter. Wie es Rudi aussieht. Hast du nicht ein aktuelles Foto auf dem Handy? Was? Foto auf dem Handy? Mit meinem Telefon geht das nicht, da kann ich telefonieren. Das ist kein Fotoapparat. Ja, aber heute machen doch alle Selfies. Mit oder ohne Kleider. Wie da der Gerry Müller von Baden. Wow, stell dir mal den Gerry Müller nackt vor. Und da so mit weissen Socken anheben. Apropos Aargauer und weissen Socken. Jetzt kommen die Hexenschränze von Gebelsdorf im Kanton Aargau.